Wir verlassen jetzt den Hafen und bewegen uns zu Fuß in die Innenstadt. Da müssen wir durch, um zum Strand zu kommen. Das Wetter ist heute sehr gut. Ein paar kleine wenige Wolken, wie man im Hintergrund sieht. Auf jeden Fall deutlich besser als gestern. Es sei hier auch mal vermerkt, dass auf Lanzarote in den letzten Wochen eine sehr starke Trockenheit war. Die Insel und die Pflanzen sind sehr stark ausgetrocknet. Man sieht das an der Erde und an den vertrockneten Pflanzen. Jetzt ändert sich aber langsam das Klima ein bisschen. Der Wind ist etwas stärker und auch etwas kühler. Jetzt sind wir in der Innenstadt angekommen. Viele Geschäfte. Die Häuser sehen zumeist etwas verlassen aus. Es fehlt an dringenden Investitionen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Corona hier sehr viele Firmen, Shopbetreiber, Inhaber, Besitzer von Geschäften oder ganzen Häusern hier zumachen mussten 2022 oder bis zu dem Zeitpunkt, und es hinterlässt immer noch ein paar Spuren. Es ist Samstagmittag, es herrscht immer noch reges Treiben, die Menschen gehen alle einkaufen. Und trotz der mannigfaltigen Schwierigkeiten, die diese Insel erleben musste, wie so ziemlich alle Kanarischen Inseln, versucht man dennoch das Beste hier draus zu machen. Was Preise betrifft, so ist Lanzarote nicht mehr, bei weitem nicht mehr so günstig wie noch vor Corona. Im Gegenteil, es gibt sogar in einigen Lebensmittelbereichen Preise, die sogar selbst in Deutschland noch etwas günstiger sind. Links von mir wird gebaut. Und auch hier wieder der starke Geruch von Müll, Abfall, sonstige Gerüche. Ja, das ist hier in dieser Stadt allgegenwärtig. Hier eines der älteren original kanarischen Häuser, wie man sie immer wieder sieht. Hier werden Ausstellungen gezeigt von verschiedenen kanarischen Künstlern.